Hallo, in diesem Video will ich zeigen, wie man Kurven optisch ableiten kann. Dabei geht es nicht um irgendwelche Formelrumrechnungen, sondern wirklich nur, wenn man eine Kurve hat, was wäre denn die Ableitung davon, wie kann man sich das vorstellen. Ich habe dazu mal hier auf meinem Papier ein paar Koordinatensysteme gezeichnet, die gehen auch ein bisschen oben raus, aber das stört uns ja nicht. Und ich würde einfach sagen, wir fangen direkt mal an. Stellen wir einfach mal vor, wir hätten diese Kurve. So, jetzt wollen wir wissen, was ist die Ableitung davon. Die schreiben wir jetzt hier unten hin. Okay, wie fangen wir an? Ich wechsle erstmal die Farbe. So, wir können mal gucken, was ist denn die Ableitung? Die Ableitung gibt an, was die Steigung ist. Oh, das wollte ich nicht. Die Ableitung gibt an, was die Steigung ist. Also gucken wir uns an, an diesem Punkt hier ist die Steigung 0. Wupp. An diesem Punkt hier auch. Und an diesem Punkt hier auch. Und an diesem Punkt hier auch. Bewegt sich ja nicht. Für einen ganz kleinen Punkt. Okay, das können wir jetzt mal nach unten ziehen. So, so, das machen wir jetzt für den hier auch. Und den hier auch. Und auch den hier. Okay, der ganz rechte ist ein bisschen schief geworden, aber wir wissen, was ich meine. Ich wechsle wieder die Farbe. So, warum ich das jetzt gemacht habe, ist, wir wissen, an diesen vier Punkten ist die Steigung 0. Das heißt, die Kurve muss auf jeden Fall hier unten sein. Und hier sein. Und auch hier sein. Und auch hier sein. Jetzt überlegen wir uns den nächsten Punkt. Wo ist die Steigung denn hier am höchsten? Wir können mal sagen, hier, sagen wir Steigung, wenn wir von Steigung reden, denken wir jetzt erstmal hier dran. Hier ungefähr ist die Steigung am höchsten. Ich male es mal nur bis hier. Und steigungsmäßig gibt es ja auch negative Steigung. Dann ist sie ungefähr hier am höchsten. Und auch hier am höchsten. Und wir nehmen auch mal die hier dazu. Obwohl wir das eigentlich gar nicht so unbedingt bräuchten jetzt. Ich will es nur mal bei der ersten Kurve dazu malen. Okay, wir fangen einfach mal hier auf der ganz linken Seite an. Wir gucken uns an, okay, hier steigt die Kurve erst und dann steigt sie nicht mehr. So, das heißt, an diesem Punkt wird die Steigung, die positive Steigung immer weniger. Das bedeutet für unsere Kurve hier unten, dass die Kurve so kommt. So, dann gucken wir uns den nächsten Teil an. Hier hat die Kurve ja eine negative Steigung. Das heißt, wir müssen irgendwo hier im negativen Bereich sein. Und hier ist sie wieder 0. Das heißt, wenn die Kurve von hier kommt, dann zieht sie sich einmal so runter und geht dann wieder hoch. Und im Grunde, weil wir diese Wellenform hier haben, können wir die Wellenform ganz einfach hier nachziehen. So und so. Und wir können das nochmal kurz vergleichen. Hier hatten wir die Steigung 0, hier haben wir die Steigung 0. Und hier geht die Steigung jetzt wieder nach oben. Und wir ziehen die Steigung auch hier wieder nach oben. Ich würde das jetzt nochmal an der zweiten Kurve nochmal darstellen. Wir nehmen mal diese hier. So, die Kurve sieht schon ein bisschen schwieriger aus. Ich wechsle mal wieder die Farbe, damit wir hier markieren können. So, wir machen genau dasselbe wie eben. Wir überlegen uns, wo sind denn die Nullpunkte? Wir haben, das war schlicht. Und nochmal neu. Dass man das hier nach unten zieht. Und hier ist auch ein Nullpunkt. Und jetzt kommt der interessante Teil. Hier ist ein Nullpunkt. Und hier ist aber auch ein Nullpunkt. Das ist nämlich alles ein Nullpunkt hier. Ich mache mal jetzt nur so drei Striche, aber eigentlich ist das nämlich alles ein Nullpunkt. So, und das war es im Grunde mit den Nullpunkten. Achso, wir können noch sagen, ne, hier ist ja gar kein Nullpunkt. Wissen wir ja nicht, wie die Kurve hier nach hinten weitergeht. Gut, dann malen wir mal die Kurve. Also, hier ist ein Nullpunkt. Hier ist ein Nullpunkt. Und hier, also, hier ist die Steigung 0, 0, 0, 0, 0. Gut, wir machen dasselbe wie auf dieser linken Seite hier. Wir gucken uns an, hier, von wo kommt die Kurve? Von unten. Die Steigung ist positiv, 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 positiv und wird immer weniger positiv. Das heißt, wir sind irgendwie im positiven Steigungsbereich, aber es wird weniger. Also, genau wie auf der linken Seite, es geht nach unten. Und das sieht irgendwie blöd aus. Wir machen das mal wieder weg hier. So, und die Steigung geht nach, ach so. So, jetzt habe ich es aber. So, also die Steigung geht immer wieder negativ, geht immer weiter nach unten. Aber sie wird nicht negativ, die Steigung. Erst nach dem Nullpunkt wird die Steigung hier negativ. Sie geht ganz negativ bis zu diesem Punkt. Das heißt, an diesem Punkt hier wird sie dann relativ schnell nicht mehr so negativ. Also. Und wir sehen auch eigentlich hier, da nimmt die Steigung ja gar nicht zu. Also die Steigung nimmt am Anfang zu bis ungefähr hier. Sagen wir bis ungefähr hier. Das heißt, wir könnten sagen, bis hier nimmt sie zu, dann bleibt sie hier oder steigt vielleicht noch ein bisschen und dann fällt sie auch schon wieder relativ schnell ab. Genau so. Jetzt geht es nach oben, die Steigung wird wieder positiv und geht aber dann schnell wieder auf 0. Das heißt, wir malen jetzt den hier. Und jetzt wird die Steigung nach diesem, wir haben ja jetzt hier einen langen Nullpunkt, nach diesem langen Nullpunkt geht die Steigung wieder nach oben. Ich habe jetzt hier so einen Knick drin. Mal gucken, kann ich den zeichnen?
So, die Steigung geht erst nach oben, dann bleibt sie so ein bisschen da, dann geht sie wieder nach oben und dann bleibt sie wieder. Ach, ich weiß nicht, ob der letzte Teil hier, lassen wir den lieber mal weg hier. So, so ungefähr sieht's aus. Okay, was die Essenz des Videos sein soll, ist, wie sich diese Ableitungen der Kurven verhalten. Wenn wir hier mal gucken, wir haben, achso, ich wechsle die Farbe. So, wir haben 1, 2, 3, 4 Stellen, wo die Steigung 0 ist. Und wenn man sich die Kurve anguckt, das sind so vier Beulen, die wir drin haben. Für jede Beule ist die Steigung ja 0. Wenn wir uns die Ableitung angucken, dann haben wir 1, 2, 3, 3 Beulen. Und wenn wir dieses jetzt nochmal ableiten würden, hätten wir für diese drei Beulen jeweils drei Stellen, wo die Kurve 0 ist. An dieser Stelle haben wir 1, 2 Beulen eigentlich nur. Man könnte jetzt noch hier, da war ja die Steigung vielleicht nochmal 0, aber man weiß es ja nicht. Jedenfalls, wir haben hier diese zwei Beulen und wenn wir das vergleichen, wir haben auch hier zwei Beulen. So, jetzt sehen wir hier, hier wird die Beule eins weniger und hier wird sie nicht eins weniger. Warum? Weil wir diesen Teil natürlich nicht mitgezählt haben. Das ist zwar keine Beule, aber ist ja auch ein Nullpunkt. Aber, und das ist jetzt das Interessante, was man daran noch sehen kann, wenn wir nur Kurven haben, also wenn wir nur Beulen haben, also keine Funktion, wenn die Funktion streng monoton steigend ist sozusagen, also niemals so eine flache Stelle hat, dann wird die Beule immer eins weniger. Also wie man hier sieht auf der linken Seite. Wenn wir aber so eine flache Stelle haben, dann, ich sag mal, zählt diese flache Stelle als Beule, dann kann man sagen, wird das auch immer eins weniger. Aber, und das ist hier der interessantere Punkt, ich wechsle nochmal die Farbe auf Rot, dass sich dieses gerade Stück hier dadurch bemerkbar macht, dass die Kurve hier einmal nur die X-Achse so einmal nur dran geht. Geht nicht runter, sondern geht einfach nur einmal nur dran. Und im Grunde kann man sich genau nämlich, also das ist jetzt der Teil, den man sich merken kann. Man guckt sich einmal an, okay, von wo kommt jetzt hier die Kurve? Die kommt jetzt hier von unten, also die Steigung ist positiv und wird immer weniger positiv, das heißt so. Jetzt sind hier nur Dinger drin, da brauche ich hier gar nicht gucken, wie groß ist die Steigung. Wenn ich ein unbedingt ungefähres Bild haben will, weiß ich, die Kurve muss so weitergehen. Ich kann ja nicht so machen oder so. Oder so machen. Weil diesen Schnick auf der X-Achse, oh, ich mache das mal wieder lieber weg hier, nicht was Falsches merken. Diesen einen Schwung auf der X-Achse, den gibt es nur bei diesen geraden Stellen. Dann kann man im Grunde sagen, okay, hier komme ich jetzt von unten, beziehungsweise nicht von unten, sondern ich komme mit einer positiven Steigung, die immer weniger positiv wird. Das heißt, ich habe den hier. Also weiß ich, ich habe hier eine Nullstelle und da eine Nullstelle. Bis dahin muss es wieder so sein. Und jetzt ist hier eine flache Stelle, die kann nicht unter die X-Achse gehen und wir kommen von hier, dann kann sie nicht so verlaufen. Das wäre jetzt falsch, weil dann müssten wir nochmal die X-Achse schneiden. Sondern sie muss dann so gehen. Und dann geht es jetzt hier irgendwie hoch und dann geht es irgendwie weiter. So. Und ich würde das jetzt gerne einfach nochmal. Wir können ja hier einen Cut machen. Jetzt geht es nur nochmal. Einmal will ich gerne nochmal so eine komplette Ableitung durchmachen. So, wir leiten jetzt mal hier. Ich habe mal hier so ein paar Koordinatensysteme übereinander gelegt. Wir leiten jetzt mal diese Kurve ab. So, wir gucken uns an. Nullstelle, Nullstelle. Das heißt, wir haben hier eine Nullstelle und wir haben hier eine Nullstelle. Wir können ja dann den hier machen. Ich nehme mal jetzt einfach die gleiche Farbe, damit es nicht zu kunterbunt wird. So, wir gucken uns jetzt an, wieder die. Nicht wieder. Hier wird die Steigung ja negativ und wird immer weniger negativ. Die Kurve fällt ja. Das heißt, sie muss von unten kommen, die Ableitung. So, das heißt, wir haben den hier und jetzt wissen wir, wir müssen einfach nur die Kurve weitermalen, so wie eben gezeigt. So, und das war natürlich falsch, was ich hier gerade gemacht habe. Natürlich, wir müssen das Stück nochmal wegmachen. Wer hat es gemerkt? Hier geht es natürlich nur nach oben und einmal nach unten. Aber dass die Kurve sich dann wieder nach oben biegt, das steht hier ja gar nicht. So, das heißt, die sieht nur so aus. Wir haben wieder hier 1, 2 Höcker und hier haben wir, wow, das war falsch, ein Hocker. Jetzt gucken wir uns in der Ableitung von der Ableitung, wir können ja hier mal F machen von x und hier machen wir f' von x. So, und jetzt gucken wir uns die f' von x an und wir wissen jetzt, okay, hier ist also einmal die Ableitung 0. Also hier ist die Steigung 0. So, und dann gucken wir uns hier an, okay, die Kurve kommt von unten und wird immer weniger steil. Das heißt, die Steigung ist zwar positiv, aber sie wird immer weniger positiv. Das heißt, wir müssen wieder von oben kommen. So, bisschen rund, gell? Und dann geht sie ja hier nach unten. Das heißt, die Steigung wird jetzt langsam immer negativer. So, sieht jetzt noch so ein bisschen rund aus. Was wir aber jetzt wissen, ist,
dass das natürlich hier keine Kurve mehr ist, wie ich es hier so leicht rund eingezeichnet habe, sondern das ist ja eigentlich eine Gerade. Ist ja nur eine Kurve. Also hier oben ist ja nur ein Höcker, deswegen jetzt wird dieser eine Höcker zu einem geraden Strich. Und ich denke, den Rest ist ja Wurst einfach. Okay, wie viel hat die Steigung hier? Die Steigung ist immer gleich. Also sagen wir, die Steigung ist gefühlt vielleicht 3, und dann ist die nächste Ableitung diese hier. Und was ich an dieser Stelle ganz interessant finde zum Angucken, ist, wie sich die Kurve langsam verändert. Diese zwei Höcker werden zu einem Höcker, das eine Höcker wird zu keinem Höcker, dann wird es gerade und dann wird es einfach in der. Passt jetzt hier nicht mehr hin, wir können es ja hier hinschreiben. Und die nächste Ableitung wird dann. Oh, das war jetzt blöd. Schnell mit Schwarz-Neiß nachgezeichnet, wobei es wird wieder rot. Ist dann einfach 0, weil die hat ja hier die Steigung 0. So verändert sich die Kurve Stück für Stück. Gut, das war's.